Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Kathi Weber Herzenssache. Ich selber bin Kathi Weber und wünsche dir jetzt viele Impulse mit dieser Podcast-Folge des Eltern-Podcast Nummer 1 Familie verstehen. Herzlich willkommen, Mama. Danke. Papa. Im Podcast Familie verstehen. Mhm. Mein Podcast. Ja. Und ihr seid das erste Mal gemeinsam zu Gast im Podcast. Ist das so? Stimmt, ja. Ihr wart jeweils schon getrennt. Ja, schon lange her. Ja. Ja, und ich finde, es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Mhm. Ja, okay. Kann ich nachempfinden. Ja. Ja. Ich gucke mal, wo uns die Reise hinführt. Das Oberthema ist Belohnung und Bestrafung. Ihr wisst, dass das eines meiner Hauptthemen ist in meiner Arbeit, Eltern zu helfen, zu lernen, warum es so wertvoll ist, darauf zu verzichten, wie das gehen kann und warum das eben Sinn macht. Ja. Und dafür ist es meiner Meinung nach eben auch super wertvoll, dass wir und meine Generation, also die Eltern von den heutigen Kindern, ins Gespräch kommen mit ihren Eltern. Denn viele von uns, also aus meiner Generation, sind mit Belohnung und Bestrafung aufgewachsen. Ich Richtig. Auch. Richtig. So. Und wir sind viel ins Gespräch gekommen und das hat mir extrem geholfen, über eure Kindheit zu verstehen, wo kommt ihr her, was habt ihr bereits verändert und wo darf ich weitermachen? Also mal wegzukommen von diesen Verurteilungen der Generation und auch den Erwartungen. Ja. Und deswegen würde ich gerne mit euch jetzt darüber sprechen, wie es in eurer Kindheit gewesen ist mit Belohnung und Bestrafung. Wer ist als erstes bereit für den emotionalen Ritt? Freiwillige vor. Okay. Okay, Papa, bis am Start. Ich habe auch viel abgekriegt, also ich kann auch mehr erzählen vielleicht noch. Wobei wir das nicht gewichtet haben. Nee. Also Papa, du bist vornehmlich mit Bestrafung aufgewachsen, stimmt's? Belohnung gab es auch, aber die ist mir nicht so in Erinnerung. Nee. Mir ist die Bestrafung mehr in Erinnerung. Ja, warum? Warum? Weil ich mich damals als Kind nicht verstanden gefühlt habe und überhaupt nicht verstanden habe, warum ich bestraft wurde. Hm. Und es waren ja unglaublich viele Beispiele, die wir heute gar nicht alle aufzählen können. Magst du... Es ist auch gut, dass ich die meisten vergessen habe, aber... Nur du kannst dich an einige erinnern. Gleichzeitig sind es einige, an die ich mich doch ja. recht stark erinnere. Und ich weiß, dass in unserem gemeinsamen Leben dann doch immer mal eine neue Geschichte hochkommt, was mich jedes Mal aufs Neue erstaunt. Teil doch mal 1, 2, 3 Situationen, die dir jetzt heute einfallen. Was mir einfällt, ja, so als 13-Jähriger, so Anfang der Pubertät, hatte ich da ein Auge auf ein Mädel geworfen. Die sitzt links. Nein, nein, nee? Die sitzt. Ach, das war eine andere. 13. Ach, 13. Ich war 13. Ah, ja. Mama war 13. Ja? Also Mama, 16 ich war 16 dann. Als da haben meine Eltern sich kennengelernt. Nein, als du 13 warst. So, und die wollte ich sonntagnachmittags treffen. Mhm. So, das passte aber meinem Vater nicht. Meine Mutter hat ja sowieso nichts zu sagen gehabt. Und wie das gewesen ist, wenn die unter sich waren, weiß ich nicht. Aber gegenüber den Kindern zählt immer die Meinung des Vaters. Und ich wollte unbedingt. Und dann haben sie mich eingeschlossen im Schlafzimmer, in der ersten Etage. Okay. Damit ich nicht wegkomme. Und was hat er gesagt, dein Papa? Gar nichts. Dass er das nicht erlaubt und ich hätte zu Hause zu bleiben. Wie, und du warst in deinem Zimmer und wolltest dich anziehen und da haben sie dich eingeschlossen? Ja, ich habe dann irgendwie, habe ich das auch erzählt. Ich wollte mich da treffen und so, kam gar nicht in Frage. Und die, du wusstest gar nicht, dass das passieren könnte, dass sie dich da jetzt einschließen? Damit hatte ich nicht gerechnet. Nee, sonst hättest du dir ja was anderes überlegt. Da hätte ich vielleicht nichts gesagt, aber ich habe es halt gesagt. Ja, und wie hast du dich dann in diesem Zimmer gefühlt? Furchtbar. Ich habe nur, meine Gedanken gingen nur... wie komme ich aus diesem Zimmer raus? Mhm, also Tür eintreten, da war ich noch zu klein oder zu schwächlich. Mhm. Und Schlüssel, das war verschlossen. Und dann hatte ich eine Idee, wenn ich jetzt aus dem ersten Stock es schaffe, nach unten zu kommen, dann bin ich ja weg. Mhm. Ernsthaft, darüber hast du nachgedacht? So verzweifelt warst du? Ich habe nicht nur darüber nachgedacht, ich habe es auch gemacht. Tatsache. Fenster aufgemacht, dann war das so ein Sims. Dann konnte ich von da an diesem Sims bis zur Dachrinne und dann bin ich senkrecht die Dachrinne bin ich runtergerutscht. Und dann hast du dich groß und frei gefühlt.
Weiß ich gar nicht, habe ich nicht drüber nachgekommen. Ich wollte ja dieses Mädel treffen. Das war was anderes. Nur ich sag mal, deine Eltern haben das ja mitgekriegt danach. Nein, die haben es nicht mitgekriegt, weil sie vielleicht erst nach 1,5 Stunden, 2 Stunden nach mir gesehen haben. Und da warst du bereits zurück im Zimmer, oder? Nein, da war ich weg. Ne, das haben sie ja dann mitbekommen. Ja. Ja, und dann gab es doch sicher nochmal eine Bestrafung. Ja, aber hallo. Ja, Als welche denn? ich nach Hause gekommen bin, stand mein Vater dann in der Tür. Und erstmal habe ich eine kleine Tracht Prügeln gekriegt. Dann hatte er ein Stück Brot in der Hand, hat es mir vor die Füße geworfen und hat gesagt: Nein. Das ist das Letzte, was du von mir kriegst. Mach zu, dass du hier wegkommst. Gott, die Geschichte kenne ich nicht, Papa, das ist So. ganz furchtbar. Naja, das ist, also auch wenn ich das jetzt so erzähle, ist es auch für mich nicht ganz einfach, Nee. weil so etwas dann doch wieder hochkommt. Und naja, ich erzähle mal kurz zu Ende. Es war Winter übrigens. Und dann bin ich. Ja, was mache ich jetzt? Auch habe ich gedacht, gehst du erstmal ins Kino. Und Nach der Tracht Prügel. ja, ich bin dann raus und das Brot habe ich übrigens liegen lassen. Dann bin ich raus, bin zu Frau Hilke ins Kino gegangen und habe gesagt, ach, ich würde gerne und so. Und ich habe nicht genug Geld dabei. Ja, sagt sie, geh mal rein. Junge, geh mal rein. So, dann bin ich rein und dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass also meine Mutter meinen Bruder losgeschickt hat, mich zu suchen. Und der hatte irgendwann die Idee, wo kann der sein? Und dann tauchte er beim Kino auf, als der Film zu Ende war, und hat gesagt, deine Mutter hat gesagt, du sollst nach Hause kommen. Ja, dann bin ich mit nach Hause gegangen und dann kriegte ich erstmal ein Fußbad und Wasser alles von meiner Mutter. Und weil es war noch so kalt und Und dein Papa war nicht zu Hause, oder? Doch, der war zu Hause, der hat sich aber nicht blicken lassen. Naja, und da bin ich mit dieser Geschichte bin ich mehrere Tage ja, beschäftigt gewesen, beziehungsweise mein Vater hat nicht mit mir darüber gesprochen. Und es wurde dann so weggebügelt. So, ich durfte dann wieder zu Hause bleiben. Das ist also nie erklärt Das worden. heißt, warte mal, als der gesagt hat, das ist das Letzte, was du bekommst, hast du Ja. gedacht, er hat dich rausgeschmissen? Ja. Habe Habe ich jetzt ich. erst gecheckt. Ich dachte, das ist das Letzte, was du gekriegt hast. Also Ja, nichts er mehr zu essen. Ne? hat mich Und deine rausgeschmissen. Mutter hat dann deinen Bruder Ja, meine geschickt. Mutter hat dann natürlich irgendwann doch gedacht, Und Mensch, du es ist warst im kalt Kino und draußen dachtest du und wirklich, du kommst nicht mehr nach Hause? ich weiß nicht, was ich damals Nee, gedacht weißt du habe. Ich nicht. war ja auch gerade mal 13. Also Ich vielleicht meine, habe das ich. überlegst du mal, das ist ja Wahnsinn, wie alleine du dich gefühlt hast, wie sauer du sicher auch gewesen bist. Dieses nicht drüber sprechen, dieses Entscheiden, was du machen darfst und was nicht, ohne drüber zu sprechen. Es hat sich Ja, dann es ja war auch irgendwie niemand überhaupt. für dich interessiert, wirklich. Letztendlich hat sich meine Mutter dafür interessiert, weil sie wahrscheinlich auch gedacht hat, der holt sich eine schwere Erkältung oder was auch immer. Das geht so nicht. Und deswegen hat sie meinen Bruder, der ist ja 2 Jahre älter als ich, beauftragt, mich zu suchen. Und ja, dann bin ich zu Hause gewesen, habe mein Fußbett gekriegt und so weiter. Was zu essen hat mir meine Mutter gemacht, dann bin ich ins Bett gegangen, Und dann hast du auf da mein Zimmer. gelegen Und und dein danach. Papa hat es ist nicht Nein, gekommen. es hat kein Gespräch darüber mehr stattgefunden. Und wenn du das so erzählst, also es bewegt mich unglaublich, weil die Geschichte kannte ich tatsächlich noch nicht. Und das ist das Phänomen, je öfter wir drüber sprechen, Es desto kommt mal mehr diese kommt. Geschichte Ja, hoch, dann kommt mal ist diese so. Geschichte hoch. Ja, du Und wirst auch noch nicht alles von Papa wissen. nicht, ich glaube, das habe ich dir auch nie Nee, erzählt. das habe ich auch noch nicht gehört. Wir hatten da zu der Zeit dann andere Gesprächsthemen als. Ja. Nun lass mich doch mal wissen, jetzt rückblickend, dein Papa, wenn du an diese Situation denkst, das ist doch sicher total schwer, ihn dafür nicht zu verurteilen. Ja, ich verurteile ihn nicht. Das lief in der Form eher ab, als ich die Verbindung zu meinem Vater oder Bindung, die sowieso nicht so ganz stabil war, aber gleichzeitig nicht so krass gewesen ist, aber die Bindung Geht ja auch ist schwer, wenn ihr so mehr und miteinander. mehr dann verloren gegangen. Und das zeigt auch, dass ich also, als ich das Abitur gerade hatte, wusste, was ich mache, hatte eine Lehrstelle, bin ich zu Hause ausgezogen. Das war das Erste, was ich gemacht habe.
Jetzt rückwirkend, würdest du mit deinem Vater gerne über solche Situationen nochmal sprechen? Da kann ich nur sagen, jeder möchte es versuchen, das frühzeitig zu machen und nicht, wenn es zu spät ist. Ja, nur manchmal möchten die Eltern das ja nicht. Also ich habe jetzt ja die Möglichkeit, mit euch über solche Sachen zu sprechen. Manche blocken das ja ab. Also da, auch das nicht zu verurteilen, weil das sind ja sehr schmerzhafte Erfahrungen, darüber zu reden, hast du ja auch im Laufe deines Lebens gelernt. Es war ja nicht von Anfang an so, dass du da einfach so, oh, jetzt erzähle ich das. Ja, im Rückblick frage ich mich natürlich, woher kam das? Ich überlege jetzt ja auch oder habe erfahren, dass man ganz anders darüber reden kann. Und du hast den ersten Schritt gemacht, hast uns angesprochen, dass wir uns über dieses Thema mal unterhalten, überhaupt über das Leben und so weiter. Und dann hast du deinen Weg gefunden und der hat uns dann überzeugt. Und wir merken, wie wertvoll das ist, wenn man Verbindung zueinander aufnimmt. Ich möchte das kurz teilen, wie ich das gemacht habe mit euch. Ja, mach das doch. Und zwar meine ich mich zu erinnern, dass meine Idee war, dass ich das per Video mit euch mache. So ist es. Die Videokassetten habe ich auch noch. Im Urlaub. Genau, im Urlaub habe ich mir Zeit genommen. Ich habe euch gefragt, ob ihr bereit wärt, dass wir ein Gespräch auf Kamera führen. Ich würde gerne mehr über eure Kindheit erfahren. Und also das war schon face-to-face, nur du hast es aufgenommen. Genau, ich saß hinter der Kamera und ihr wart vor der Kamera. Und ich hatte den Eindruck, dass das irgendwie die Situation ein bisschen aufgelockert hatte. Und ich habe euch auch gesagt, ich möchte das aufnehmen, damit ich was habe, wenn ihr nicht mehr seid. Ist tatsächlich mit beiden Gesprächen, sind wirklich sehr, finde ich, sehr wertvolle Gespräche haben stattgefunden. Und da haben wir dann immer mehr drauf aufgebaut. Also das war wie so eine Strategie. Das war der Anfang. Wie ich wie das Eis brechen kann, über sowas zu sprechen, oder? Ich glaube, dass wir also unser Video gar nicht zu Ende mehr geführt haben. Der Urlaub war irgendwie zu Ende. Ja. Und im Nachhinein bedauere ich das auch, dass wir also in diesem Gespräch nicht weitergekommen sind. Kann mich aber nicht erinnern, wo wir aufgehört haben. Dürfte ich mal checken. Nur mittlerweile haben wir so viele Videos und Podcasts. So viel geredet. Das ist alles auf Band. Ja, ja. Ich putze mir die Nase. Ja. Papa, vielen Dank fürs Teilen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ja, also ich danke dir einmal über die Reflexion und zum anderen möchte ich ausdrucken, dass es also wirklich so etwas erweckt, irgendwie Erinnerungen, die also nicht so ganz spurlos an mir vorbeigehen und der Blick zur Kleenex-Box, ich weiß, dass sie da ist. Also es ist emotional schon anstrengend auch. Deswegen bin ich jetzt über eine kleine Pause. Genau. Nicht böse. Papa, vielen Dank fürs Teilhaben lassen. Und das ist, ich möchte das nochmal kurz abrunden. Dass natürlich in meiner Kindheit Dinge stattgefunden haben. Du hast nie körperlich bestraft. Du hast emotional bestraft. Heute nennt sich das Liebesentzug. Du hast tagelang nicht mit mir gesprochen, wenn dir was nicht gefallen hat, was ich gemacht habe. Das hat dein Vater ja auch mit dir gemacht. Ne? Also er hat dann ja auch Tage nicht mit dir gesprochen. Und ich bewundere dich wirklich so sehr dafür, dass du es geschafft hast, nicht einmal Hand anzulegen. Ja. Also das ist mir wirklich, du bist ja so mit dieser, es gab ja bei euch verschiedene Rohrstöcke an Durchmesser, je nach Strafmaß. Und kannst du dir vorstellen, welche am heftigsten war? Der dünnste, weiß ich. Genau. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und der dünnste wurde auch am öftesten benutzt bei dir. Ja, ich war eben ein Kind, was wahrscheinlich sogar reizte, dass man... Aber sag mal, was du für ein Kind warst, warst du ein... Na, ich fing dann irgendwann an, aus dem wohlerzogenen Kind, was also alles machte, was die Eltern wollten, doch etwas zu wollen, was ich selber... Ne? Ja, oder rebellieren oder etwas auch zum... ich wollte etwas machen, was mir Spaß macht. Ja, Papa, ne, ich möchte dir was sagen, dass ich... du warst ein sehr... du warst ein autarkes Kind, du hast... versuch dich, um dich zu kümmern. Das war deine Strategie. Dafür hast du noch mehr einen draufgekriegt. Ja. Du bist kreativ geworden und hast Entscheidungen für dich getroffen. Du bist ein
du bist sehr schlau, du bist nicht, du bist kein Rebell, du bist schlau, du bist stark, du bist selbstbewusst. Das möchte ich, dass du genau. den kleinen Lothar, wie du den beschreibst, dass du das irgendwann schaffst. Das habe ich nur damals nicht so gesehen. Nee, nur jetzt machen wir es jetzt halt, weil du keine Eltern hattest, die dir das gezeigt haben. So, ich wollte, also ich bin unglaublich beeindruckt auch davon, wie du es geschafft hast, nicht einmal Hand anzulegen. Und klar, ist die emotionale Bestrafung in meiner Kindheit da gewesen und auch die hat bei mir Spuren hinterlassen. Nur ich bin jetzt erwachsen und kann selber für mich Wege finden, wie ich das für mich heile. Ja, und wir können drüber reden. So, das können wir auch noch, weil wir noch alle da sind. Und ich kann nachvollziehen, wir können nicht auf einmal alles schaffen. Ich kann ja nicht auf einmal von einer Generation erwarten, die so aufgewachsen ist wie ihr, dass ihr von jetzt auf gleich alles anders, also ne, ihr wolltet das auch anders machen, ihr habt es anders gemacht. Die Generation kann große Schritte dadurch machen. Natürlich. Und ich sag mal, dein Vater, mit dem können wir nicht mehr sprechen, nur was meinst du, wie der aufgewachsen ist? Ja. Und was der gegebenenfalls bereits anders gemacht genau, hat? Genau, das wissen wir ja gar nicht. Nee. Das weiß ich nicht. Nee, kann eben nicht, weil ihr nicht miteinander gesprochen habt. Nur das ist so gewesen. Also ich möchte rauskommen aus dieser Verurteilung. Sehr gut. Ja. Und jetzt kommen wir zu dir, Mama. Ja. Mensch, so lange warst du, glaube ich, selten ruhig, oder? Das finde ich auch. Ja. Habe ich ein Lob verdient? Es gibt bei mir kein Lob. Nein. Wenn, gibt es eine Wertschätzung, aber ich bin beeindruckt, wie du dich zurückgenommen ich hast. Ich gebe dazu keinen Kommentar. Ne? Mama, Belohnung, Bestrafung. Wie bist du aufgewachsen? Also ich kann mich, wenn, nur an Bestrafung erinnern eigentlich. Wie Papa, ne? Ja. Und wer... Das ist eine Generationenfrage. Ja. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich wird in meiner Generation mehr belohnt, vielleicht vom Bestrafen, wobei viele gar nicht wissen, wie es ohne Bestrafung geht und dann bestrafst du halt. Ja, ohne Option. Nur war es bei dir auch körperlich oder? Ja, einmal. Einmal und der Rest Bestrafung war eher emotional. Emotional. Ja, gib mal ein Beispiel. Vorwürfe, Hausarrest. Oder irgendwas verbieten, aber was? Verbote. Verbote, ja. Du hattest Hausarrest. Wenn das, dann das und so. Nur du hattest die, dein Vater hatte eine Zahnarztpraxis, die hattest du zu putzen. Ja, genau, das habe ich jetzt gerade vergessen. Genau, durftest ja, nicht ich rausgehen. Ich musste dann was tun, als Strafe musste ich Dinge machen. Da habe ich nicht revoltiert. Ich fühlte mich dann nicht richtig und schuldig und. Und auch da wurde ja dann nicht weiter mit drüber gesprochen. Nein, weil es einfach, ich habe einen Fehler gemacht. Und das kann ich überhaupt, wenn überhaupt, dann kann ich das nur wieder gut machen, indem ich da folge und das mache, was mir aufgetragen wird. Magst du teilen, du kannst auch Nein sagen, ne? Magst du teilen, was dein Vater zu dir oft gesagt hat? Kannst du entscheiden, ob du sagen willst? Ich kann es sagen. Du hast es gut, du bist dumm. Das hat er dir gesagt. Ne? Das ist auch eine Bestrafung. Tja, das stimmt. Das war, hast du dich wahrscheinlich sehr verzweifelt, einsam, unrichtig. Taschentuch? Naja, das ist schon wirklich, das begleitet mich oder hat mich über Jahre, also begleitet mich eigentlich. Heute noch, ne? Eigentlich heute noch, wobei das ein großes Thema ist, woran ich selber arbeite. Sehr schwer. Es wächst dann langsam immer von unten aus dem Unterbewusstsein, steigt das wieder auf, weil das ganz tief drin ist, weil ich daran geglaubt habe. Tja, kannst du sehen, du bist ja dumm. Kein Wunder, dass Ich habe ja geglaubt, dass ich dumm bin. Das habe ich wirklich geglaubt. Ja, das glaube ich. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Das ist schon... Du hast es halt nicht richtig gemacht, wie es deinem Vater gefallen hat. Nee, ich weiß gar nicht. Also das war, also im Nachhinein würde ich sagen, das war so ein Sarkasmus. Das sollte vielleicht witzig sein. Ich habe keine Ahnung. Da kann ich ja leider, würde da so gerne mit meinem Vater drüber sprechen. Warum er das, was er wirklich meinte, warum er das gesagt hat. Ja, und auch diese, ja, und was er, ich meine, wo er herkommt, ne, was er anders gemacht hat. Ja, das... Und Ich glaube, dieses ich mache es anders als meine Eltern, ich glaube, das ist so alt, wie es Eltern gibt. Das glaube ich auch mittlerweile, ja. Das glaube ich auch. Und dann, ja genau, Schritt für Schritt. Ja. Geht nur langsam und es geht nicht alles.
Weil das teilweise doch so tief sitzt und so ein Selbstverständnis bekommt. Gleichzeitig, wir kennen uns ja schon etwas länger und ich kenne deinen Vater sehr gut und habe ihn dann auch schätzen, sehr schätzen gelernt. Glaube ich, es hat auch einen Wandel gegeben. Zwischen Mama und Opa, Ja, meinst du? glaube ich. Also Ja. du hast es gut, du bist dumm. Ich glaube, dass im Nachhinein er das, wenn es ihm bewusst war, bereut hat, weil er die Entwicklung seiner Tochter gesehen hat. Dass er also, dass sie doch irgendwo anders ins Konnte Gespräch er aber gekommen nicht sind. ausdrücken. Nicht Hat er wirklich, nie aber ausgedrückt, also ein nein. Lob, also oder irgendeine Ja, Anerkennung habe so wie ich ich zu dir nicht. irgendwann vor wenigen Jahren gesagt habe, dass ich stolz auf dich bin. Das habe ich zu dir als Ich Kind auch nicht glaube, gedacht. das erste Mal ganz bewusst, dass du stolz auf mich bist, hast du mir bei meiner Buchlesung gesagt. Stimmt. Da bist du auf die Bühne nachher gekommen und hast mich in den Ja. Arm genommen und hast gesagt, ich bin so stolz auf dich, wie du das machst. Da war ich fix und Stimmt. fertig. Ja, das stimmt. Und das ist noch nicht mal ein Jahr her. Ja, feiere Ja. ich sehr. Aber ich Ja. bin ganz stolz auf dich. Und wir dürfen halt immer weiter lernen und wir dürfen es anders machen. Und das, was ich mache, jetzt, ist, das mache ich jetzt. Ja, das mache ich jetzt für diese Generation und für die Generation, die folgen. Und gleichzeitig können alte Generationen heilen und daraus kann nochmal so viel Neues, Wertvolles Ja, entstehen. Ja. bestimmt. Ja, bestimmt. Das ist ein riesen positiver, toller Schritt. Und ich sag mal, du hast aufs Körperliche dann in deiner Elternschaft verzichtet. Papa, Mama, was würdest du sagen? Worauf hast du verzichtet? Auf Bestrafung. Oder? Hast du dich bestraft gefühlt? Von dir? Ja. Nee, von dir habe ich mich im Stich gelassen gefühlt. Ja. Weil wenn Papa Ja, sich das entzogen hat, mich bestraft hat, hat war niemand Riesenthema da. war, was Papa gerade gesagt hat mit seiner Das war Frau. Die eine Rolle der andere Frau, Frau. wie, ja, Ich wie bin so bei groß meinen Eltern, geworden, ne? entschuldige mal, ich bin Ja. so groß geworden, Kann ich mal jetzt reden jetzt? erzähle ich. Die Frauen, die haben nichts zu sagen, ne? Patriarchat, das ist ein großes Thema für mich. Und was du nie gemacht hast, ist mir solche Sätze einzuflossen, dass ich dumm bin, Nein, dass ich das habe ich nichts nicht kann. gemacht. Ja, Nein, nein. schau mal, wo du Ja. herkommst, Ja, was du ich habe, verändert hast, wo Papa ja, herkommt, was er verändert. Ich ich finde habe, es einfach super wichtig, das anzuerkennen auch. Also, ja, weil auch das ist ihr so. natürlich bestimmte Dinge bedauert, die ihr als Ja. Eltern gemacht habt. Aber unbedingt, Ja, sehr viel. ja. Ich wollte gerade Aber was sagen, wo du, ja, jetzt habe bitte. ich den Faden verloren. Oh, Das ist jetzt ist gut, er dann schon kann weg. ich was Ja. sagen. Das ist selten, Ja. dass ich dazwischen komme. Na dann. Mir fällt eine Geschichte noch ein, eine andere Form der Bestrafung. Ich habe ja schon relativ früh deine Mutter kennengelernt. Und auch das stieß auf, nicht auf, also auf wenig Gegenliebe, sondern ganz im Gegenteil. Auch Und wenig Gegenliebe, auch nein, wenig Liebe. auf wenig Liebe, Ja, ja. also Es deine stieß also Eltern auf fanden das Gegenliebe, Entschuldigung, unmöglich. ja. Ja. Unmöglich. Und ja, ich versuchte jede freie Minute mit deiner Mutter zusammen zu sein. Und dann sollte ich einen Sprachaufenthalt in Frankreich machen. Da hat mein Vater gesagt, wenn du die Verbindung zu diesem Mädchen nicht aufgibst, darfst du diesen Sprachurlaub nicht machen. Und ich bin in Paris gewesen Ja, und habe einen Sprachurlaub das gemacht. ist Papa. Ich habe die Verbindung nicht aufgegeben. Und Ich sag doch, du bist ja, ein das, unglaublich dann ist starker und es, aber das ist selbstbewusster auch, wäre Mensch. auch eine, oder ist Noch ein eine Form Taschentuch hier? Bitte, ja. der Ja, Bestrafung. natürlich ist das eine Form der Dies Bestrafung. war jetzt keine körperliche, die übrigens mit meinem 13. Lebensjahr oder so irgendwie dann aufgehört hat. Die Die körperliche, na, weil körperliche, du weil zu ich stark nicht, wurdest, ja, ich ne? war nicht mehr so zu handeln. Ne? So, Ja, du ja. könntest, irgendwann hättest du dann zurückgeschlagen. Ja. Gut, also, was bereut ihr in eurer Elternschaft? Wir haben jetzt festgestellt, wo ihr herkommt, was ihr anders gemacht habt. Mama, vielleicht machen wir bei dir nochmal weiter. Was bereust du in deiner Also Mutterschaft? ich bereue, dass ich mich in Situationen, wo du bestraft hast und nicht geredet hast, dass ich mich da nicht durchgesetzt habe. Dass ich eben, das, weil du als alleingelassen
Das kann ich nachvollziehen und das bereue ich, dass ich da nicht die Kraft und den Mut hatte, zu sagen, das ist mir ganz egal, was dein Vater da macht. Ich stehe zu dir. Das würde ich heute machen. Ich würde ja sagen, dass das schon auch in die Kategorie Liebesentzug fällt, weil es hat ein Liebesentzug, eine Bestrafung stattgefunden und du hast sie in meiner Wahrnehmung befürwortet. Ja, das habe ich nicht, aber das kannst du ja nicht wissen. Das kann ich ja nicht wissen. Ich habe das überhaupt nicht befürwortet. Das ist dann schon das ist die Bestrafung, die ich erfahren habe. Gut, es gab auch Fernsehverbot und dieses Geschisse. Ja. Nur der Liebesentzug war und ist bis heute das, woran ich zu knabbern habe. Fernsehverbot war eher so, was wir gedacht haben, zu deinem Schutz oder zu. So haben wir das gesehen, dass du eben nicht mit 10 Kinder dürfen das kind nicht. Das nein, ja, Süßigkeiten durfte ich auch nicht essen. Stimmt. Das habe ich alles aufgearbeitet. Ja, und auch beim Liebesentzug bin ich dran, nur das ist so ein bisschen wie bei den Themen, was ihr erzählt. Das sitzt einfach sehr das tief. Dieses Emotionale, dieses genau. Körperlich mit emotional verbunden. Papa, was bedauerst du in deiner Vaterschaft, als ich Kind war? Also ich denke, dass also ich nie genug zugehört habe, weil ich ungeduldig war, weil ich ich hatte immer einen Vorrat. Also entweder musste ich ins Büro, ich hatte dieses oder ich musste in den Betrieb fahren und dass ich einfach gesagt habe, was soll das? Also ich habe dich nie ernst genommen. Und insofern ist, also ich habe nicht versucht, die Verbindung zu dir aufzunehmen, dass ich gesagt habe, mit der Katharina oder mit deiner Schwester setze ich mich mal hin und da mache ich mal was. Reden wir drüber und versuchen das zu lösen. Erklär mir mal, warum. Also eigentlich, ich habe einfach gesagt, so machen wir das. Daumen runter oder Daumen hoch. Naja, im Grunde genommen ist das schon auch ein Teil, den ihr ja aus eurer Kindheit mitgenommen habt. Ihr wart ja auch stinkesauer oder ohnmächtig. Also Papa war eher sauer, du warst eher ohnmächtig, dass mit euch nicht gesprochen wurde. Also es gibt ja schon Situationen, wo du bestraft wirst, wo du denkst, ey, so war das gar nicht. Und es war gar nicht möglich zu sprechen. Das hat ja bei uns auch nicht stattgefunden. Also der Teil ist mit rübergegangen. Ich weiß, dass wir letztens in einem Live drüber gesprochen haben, Papa, und ich habe da nochmal drüber nachgedacht, dass du eben, also ich danke dir auch sehr für deine Ehrlichkeit, dass du dich nicht für mich interessiert hast und dass, das stimmt, das war mir nie so bewusst und das stimmt. Und ich habe da heute noch mit zu tun, dass ich wirklich, und das kommt aus Papas Seite, gleichzeitig glaube ich, ist es auch dein alter Glaubenssatz, der sich da noch mit reinmischt, dass ich wirklich so viele Jahre dachte, dass ich eigentlich zu nichts in der Lage bin. Oh Gott, sehr weil ich, weil am Ende, es ist halt. Das ist so wirklich, das finde ich jetzt so, dass ich das so weitergegeben habe. Nee, das weiß ich sogar, also ich will da jetzt nicht. Ja, habe ich aber doch, weil das habe ich doch auch gedacht. Und ja, ich habe gesagt, es kommt ansatzweise sicherlich aus deiner Linie und gleichzeitig Papa, der sich. Ja. Also sag ich mal, vom Verhalten her und was er auch ehrlich sagt, sich nicht für mich so als Kind, als Mensch interessiert hat, weil ich noch kein vollwertiger Erwachsener war. Ich bin nicht arbeiten gegangen, sondern ich hatte eben andere Bedürfnisse, die Papa nicht interessiert haben. Das ist bei mir angekommen und ich krieg's sowieso nicht hin. Also ich habe ja sowieso so viel falsch gemacht und dann hat er nicht mit mir gesprochen. Und wenn ich hätte reden wollen, also der Klassiker ist ja dies, dass du irgendwann dann immer zu mir gekommen bist, jetzt geh mal zu Papa und entschuldige dich. Das habe ich dann manchmal gemacht. Ich bin ja deine Tochter, Papa. Auch ich bin viel dagegen gegangen. Ja. Und wenn ich dann mal hingegangen bin und gesagt habe, Entschuldigung, hast du Gedanken nur rumgemopft, dafür kann ich mir jetzt auch keinen Keks mehr kaufen. Also das war das Gespräch, was dann stattgefunden hat. Also diese Einsamkeit, diese Ohnmacht und vor allen Dingen diesen Zorn, wirklich Zorn. Ich war so voller Zorn. Ich war so verzweifelt. Ja. Und ich habe ja auch um mich geschlagen. Ja. Das wiederum wurde ja auch nicht gut geheißen. Nein, macht man ja nicht. Wie kriege ich jetzt die Kurve? Was wollte ich sagen? Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du dich so zugemutet hast und das gesagt hast, weil so schmerzhaft wie es ist, so viel Heilung kann daraus entstehen. Ja. Weil ich heute weiß, im tiefsten Innern hast du dich für mich interessiert, auch wenn du das damals nicht gedacht hast. Du hast unglaublich viel mit mir gemacht. Diese Gespräche haben nicht stattgefunden und ja, du hattest viel zu tun und so weiter. Und heute reden wir sehr viel und du interessierst dich meiner Meinung nach sehr wohl für mich. Und ich kann entscheiden, ob ich dabei bleibe zu sagen, okay, keiner interessiert sich für mich, ich bin eine Nullnummer. Oder ob ich sage, ich interessiere mich und ich weiß, ich bin echt eine Bombe. Ja, genau. Tolle Ansage. Ja, und das ist das, was wir daraus machen können. Und
Ja, ja, machst du. So schmerzhaft, wie es ist, gleichzeitig ist es so unglaublich wertvoll. Ne? Ja. Also lass uns... Step by step. Ja, lasst uns mal drüber sprechen, warum. Also es gibt ja Eltern, die jetzt diese Folge hören und die aktuell belohnen, bestrafen und oder, das eine mehr, das andere weniger, wie auch immer. In deiner Generation. Ja, genau, also. Die hören jetzt diese Podcast-Folge. Ja, ja. Lasst uns zusammenfassen, was so wertvoll daran ist, darauf zu verzichten. Das machen wir wie folgt. Ja. Ja. Wie fühlt sich, lass mal, wie ja, hast, mach wir machen so. Papa, du hast, als du bestraft wurdest, wie hast du dich gefühlt? Ja, total allein habe ich mich gefühlt. Ich war auf mich selbst dann, auf meine Entscheidung eigentlich allein gestellt. Ich hatte keine Unterstützung. Mhm. Und genau. Wie habe ich mich gefühlt? Ich habe mich eigentlich immer scheiße dann gefühlt. Ja, scheiße ist kein Gefühl, ja. Nur wir wissen, was du meinst. Ja. Und was hast du über dich gedacht? Da kann ich mich nicht dran erinnern, was ich über mich gedacht habe. Ich habe einen festen Willen gehabt, dass ich das machen oder schaffe, was ich machen möchte. Das war, glaube ich, in mir drin, dass ich dieses Ziel immer hatte. Ja. Egal wie. Nur du hast dich sehr alleine gefühlt und sauer warst du auch. Sauer war ich auch. Und schon, ich denke schon, dass du den Eindruck hattest, dass du irgendwie das nicht richtig machst. Das habe ich eigentlich nicht in Frage gestellt. Aber es ist super, ne? Das ist der Knaller, echt. Das also der Lothar ist in meiner Wahrnehmung ein unglaublich selbstbewusstes Kind. Ja, ja. Ja, vielleicht, also... Doch, das glaube ich auch. Schwierig. Wie, du warst schwierig? Ja, du warst nein, ich war zu Anfang kein schwieriges Kind. Also für aus der Sicht meiner Eltern. Ich habe ja alles gemacht, was meine Eltern eigentlich wollten. Also nur dann halt irgendwann. Irgendwann war eben der Punkt gekommen, wo eben ich nicht der Klavierspieler oder der Posaunist. Okay, dann versuche ich es anders. Ich versuche ja gerade so ein bisschen eine Abrundung hinzukriegen. Nee. Hat Papa nicht gecheckt, ne? Nee, hat er nicht gecheckt. Nee. Mal so zum Ende kommen. Ja, ja, ich würde gerne resümieren. Sehr drin. Ja, ja, pass auf, dann möchte ich dir nochmal helfen. Das merke ich nämlich gerade. Hast du dich liebenswert gefühlt? Geliebt? Manchmal schon. Wenn alles so lief, so Friede, Freude, Eierkuchen war. Hast du dich grundsätzlich... Ich selber? Ja. Nicht, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen lief. Das ist ja an Bedingungen geknüpft. Hast du dich grundsätzlich liebenswert gefühlt? Toller Junge. Das kriege ich immer gesagt. Aber ob ich das wirklich gefühlt habe, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Hm. Ich kann dir da nicht helfen im Moment. Ich brauche gar keine Hilfe. Vielleicht kommt es noch. Aber ich war ein liebenswerter Junge. Ich möchte nicht ran, ne? Nee, ich möchte nicht ran. Nein. Ist auch in Ordnung, Papa. Yes. Ich, ja. Naja, ich... Ja. Halten wir es so fest, dass du dich sehr einsam gefühlt hast und sehr sauer warst. Lassen wir es dabei. Einsam habe ich mich oft gefühlt. So. Und je älter ich wurde... desto saurer wurdest du. Ja, und ich wurde einsamer. Ja. Also was die Familie betrifft. Ja. Und an den Rest, das machen wir dann in einer anderen Podcast-Folge. Mama, wir versuchen es bei dir. Ja, bitte. Wie hast du dich gefühlt? Du hattest vorhin schon mal das Gefühl Ohnmacht genannt und auch Einsamkeit, meine ich. Ja, einsam, alleine, Ohnmacht, traurig. Und deine Gedanken über dich? Ja, ich bin nicht richtig. Und dumm bist du auch. Das sowieso. Und vor allen Dingen bin ich nicht richtig. Was ich mache... ist nicht richtig. Mann macht, sei lieb, sei brav, sei, also dieser Spruch, Hände an der Hosennaht, ne? Also auf jeden Fall funktionieren und anderen gefallen. Also das muss anderen, ja, reicht, ist das was? Ja, das, ne, es ist alles, es ist alles, es reicht, ihr reicht auf jeden Fall genau so, wie ihr seid. Ja. Das passt gut. Übrigens, du hast es gut, du bist dumm, ne? Ja, genau. So eine Geschichte fällt mir auch gerade wieder. Also du hast ja ein Gespräch, das ist ja unglaublich. Die wird ein bisschen länger. Das ist ja toll. Wir hören zu, Papa. Das ist ja großartig. Irgendwann habe ich den Wunsch für mich gehabt, Gesangsunterricht zu nehmen. Ja. So, die Möglichkeit gab es dann irgendwie auf der Schule.
oder an der Schule. Und da bin ich sofort hin und habe gesagt, ich möchte. Und das kostete natürlich einen gewissen Obolus. Dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich möchte Gesangsunterricht haben. Die Antwort meines Vaters war, was willst du Gesangsunterricht nehmen? Du kannst es sowieso nicht singen. Das hat mich mein Leben lang begleitet. Ja. Bist du rausgekommen? Bin ich rausgekommen. Hast du im Chor gesungen? Ja. Ich habe dann irgendwann, als wir dann hier in Berlin waren, also als, weiß ich nicht, knapp 60-Jährige, oder, habe ich Gesangsunterricht. Und würdest du heute sagen, ich kann singen? Ob ich singen kann? Würdest du heute sagen, ich kann singen? Ich kann singen. Danke. Ist doch egal, wie andere finden, ob du singen kannst. Stimmt. So, danke. Meine Güte. Ja, haben wir das haben wir jetzt mal. Ich möchte doch mitteilen, dass ich aus meiner Kindheit die Sätze mitgenommen habe. Also auch dieses krasse Gefühl von Einsamkeit. Das ist Wahnsinn. Das manchmal killt mich das so krass. Und diese Verzweiflung, gesehen und gehört zu werden. Ja. Das ist, und verstanden zu werden auch. Ich hasse nichts mehr, wenn mich Leute missverstehen, also anders verstehen als das, was ich sage, und dann nicht mit mir in den Austausch gehen. Ja, ist klar. Ja. Da werde ich zur Furie. Um dich schlagen. Ja. Ja. Dieses, ich bin halt, ich darf keine Fehler machen. Ja. Das ist so, dieses Funktionieren, dieses Leistungsorientierte. Davon habe ich mich schon größtenteils befreit. Nur ich glaube, dass diese Dinge, die wir in der Kindheit mitnehmen, die begleiten uns ein Leben lang, was gar nicht verkehrt ist, weil wir dadurch immer wieder wachsen können. Ja. Und jetzt möchte ich sagen, warum lohnt es sich, auf Belohnung, Bestrafung weitestgehend zu verzichten? Ich erwarte ja von niemandem, dass er es weder von heute auf morgen noch grundsätzlich. Es können immer Dinge, es kann auch ein Lob rausrutschen. Ja? Nur grundsätzlich, es geht auch um eine Haltung. Weil wir doch wollen, was unsere Kinder, wenn sie spätestens wenn sie erwachsen sind, im besten Fall auch in der Kindheit, über sich denken. Papa gibt mal einen Versuch ab. Was möchtest du, was der kleine Lothar früher über sich gedacht hat? Ja, ich möchte, dass ich sagen kann, ich schaffe das, was ich möchte. Ich bin gut, so wie ich bin. Denke ich mal. Das hätte mir schon ziemlich weitergeholfen. Ja, nehmen wir die. Mama, was möchtest du, was die kleine Susanne über sich gewusst hätte, sagen hätte können? Ja, ich bin gut, so wie ich bin. Ich schaffe, was ich möchte. Und ich darf das machen, was ich möchte. Ich darf das in Angriff nehmen. Es ist gut so, weil ich so bin, wie ich bin. Das ist mein Interesse. Okay, dann gebe ich noch, was die kleine Katharina gebraucht hätte oder was ich mir für sie gewünscht hätte, ist, ich bin in Sicherheit. Ah ja. Ich bin in Sicherheit, ich bin liebenswert, das ist so, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin liebenswert, ich bin in Sicherheit und auch, ich kann alles schaffen, was ich will, was ich brauche. Ja. Ne? Das sind so die drei, die ich gerne. Und die möchte ich meinen Kindern mitgeben. Und allen anderen Kindern und rückwirkend den kleinen inneren Kindern. Und dafür mache ich das, was sie machen. Ja, wunderbar. Also ich denke, mir ist eben noch eingefallen dazu, weil du hast gefragt, warum lohnt es sich und blablabla. Es lohnt sich, also in meiner Wahrnehmung, dass es zu einer unglaublichen Aussöhnung führt. Dieses Verzichten drauf. Mit einem selber auch. Mit einem selber, mit dem Leben, mit in der Beziehung Kind-Eltern. Es kommt eben wirklich eine Verbindung zustande. Ja, das ist das, was und eine Aussöhnung. Das ist für mich heilend. Ja. Ganz, ganz großartig. Ja. Weil auch ganz, was du gesagt hast, aus diesem Vorwurf den Eltern gegenüber auch rauskommen. Jetzt habe ich in dieser Rubrik die Aufgabe mir gemacht, dass ich am Ende zusammenfassend Katis Top-Tipp zusammenfasse. Den würde ich jetzt gerne heute mit euch gemeinsam formulieren. Es ist quasi eine Zusammenfassung, Papa. Es ist kein Roman. Kleiner Hinweis, wink mit dem Soundfall. Was ist aus unserer Folge, aus unserem Austausch heute für euch der Top-Tipp? Wir fangen jetzt bei Mama an, dann kann Papa sich noch einen Augenblick sammeln. Was ist dein Top-Tipp aus unserem Austausch heute? Das Erste, was mir einfällt, trau dich zu fragen, trau dich zu reden. Geil, finde ich richtig geil. Papa? Was soll ich noch sagen? Du sollst gar nicht. Ich meine, das ist gemein, jetzt mal eher mit mir. Ach ja, endlich durfte ich mal. Ja. Nein, ich denke auch, wie unheimlich wertvoll das ist, wie das Leben auch liebenswerter und lebenswerter macht, wenn man
Was glaubst du? Auch Mama versucht, so, den Hinweis zu geben, dass Ach wir einen so. Tipp brauchen. Naja, ja, einfach den Tipp, die Chance zu nutzen, dass man miteinander in Verbindung kommen kann. Und die, ja, die sehe ich also in deiner Arbeit. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ich möchte den Top-Tipp loslassen, dass es vor diesem möglichen Austausch mit den eigenen Eltern durchaus auch möglich ist, nonverbal miteinander zu sprechen. Also ich muss gar nicht alles aus der Kindheit meiner Eltern wissen, denn ich habe genug Infos von der Generation, aus der meine Eltern stammen, dass wenn keine Bereitschaft für einen Austausch da ist, dass du nonverbal den Austausch führst. Weil es geht darum, wie wir auf unsere Eltern gucken. Das war die Folge mit meinen Eltern. Heide Witzka, die geht in die Geschichte ein, des Podcasts Familie verstehen. Ja. Erst von Herzen vielen, vielen Dank für eure Bereitschaft. Ich glaube, es ist unglaublich wertvoll für viele Menschen da draußen. Mama, und du hattest gerade damit gedroht, dass du noch etwas loslässt. Ich bin weiter bei euch, ja. Ja. Ja, mir ist noch eingefallen, neben Trauen, sich trauen zu fragen und zu reden, dass ich der Generation als Eltern, unserer Generation wünsche, dass sie die Kraft haben, zuzuhören. Sich nicht angegriffen fühlen, sich nicht verteidigen wollen müssen, glauben, dass sie auch rechtfertigen nicht, sondern dass sie dahin kommen, dass sie das gemacht haben, was sie konnten im Moment. Und wichtig ist, zuhören, die Kinder jetzt ernst nehmen, wenn sie sich trauen, überhaupt das auszudrücken, was sie gefühlt haben, was ihnen gefehlt hat. Das ist meine Erfahrung. Das war jetzt Oma Sandes Top-Tipp nochmal obendrauf in der Verabschiedung. Ich danke dir dafür, ein, finde ich, sehr wichtiger Punkt. Und ich denke, ja, hau raus. Ich habe früher immer die Serviette geschmissen, damit war die Geschichte zu Ende. Mhm. Auf den Tisch einfach lassen. Ja. Ja. Ach so, sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Das ist auch eine Idee. So. Einfach mal ausprobieren. Ja, ich denke, es wird irgendwann eine weiterführende Folge davon geben. Ich wünsche euch, ja, was wünsche ich den Menschen? Was wünschen wir den Menschen? Austausch. Austausch. Ja, schließen wir Austausch. Das war's. Tschüss. Tschüss.